So Leute, jetzt geht's los hier. Da ist sie ja schon. Schnucki, wollen wir loslegen? Da hinten ist sie. Im Grün. Und schnippelt da ein bisschen rum. Wir, ja, Zollstock brauche ich, genau. Wir wollen nämlich heute, wir kommen in die finale Runde von unserer Terrasse. Und finale Runde heißt natürlich nicht, dass sie auch final fertig ist, sondern es ist die finale Runde der ersten Runde von 2 oder 3 Runden. Also Erdarbeiten heute und das letzte Mal. Und dann sind alle... Ach, wir gehen da mal kurz hin. Kommst du mit? War schon da. Du warst schon da? Mhm. Hast du schon Beton angemischt hier? Nein, ich habe schon mal dahin gestellt. Wow. Wir müssen aber erstmal ein paar Löcher buddeln. Also ein paar Löcher buddeln. Ja. Also so sieht es immer noch aus hier, als wir beim letzten Mal fluchtartig die Terrasse verlassen haben. Okay, fluchtartig ist ein bisschen übertrieben, aber wohl eher so mit letzter Kraft ins Wohnzimmer gerobbt sind. Das wäre dann so der richtige Ausdruck dafür. Das ist, glaube ich, 3 Tage her. Danach kam irgendwie alles mögliche andere. So, ein bisschen ordentlich machen hier, ne? Also es kam alles mögliche andere Zeugs dran und jetzt müssen wir endlich mal weitermachen. Es hat auch geregnet zwischendurch und dann macht das ja auch nicht so richtig Spaß. Als erstes muss mal hier die Verbindung zwischen den Balken hier, das ist ja alles noch lose hier, das müssen wir mal zusammenschrauben. Genauso da und da irgendwo. So, und wenn das zusammengeschraubt ist, müssen wir das hier mal ausrichten, dass wir genau diesen Punkt hier, also das hier, die Spitze von diesem Teil, die soll genau zwischen diesen beiden Balken sein, also ungefähr da. Und dann buddeln wir da überall, wo so eine Spitze ist, ein Loch, zack, 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 zack. Und dann geht es genauso weiter und hinterher wird's. Also, dann sieht es nachher so aus wie hier, als wenn da einer hingemacht hat. Oder da. Oder da. Oder eine von diesen ganzen anderen Punkten, die wir hier schon einbetoniert haben. So, sind wir bereit? Ja. Gut. Akkuschrauber dabei. Dann geht's jetzt mal los, erstmal zusammenschrauben. Also, das Ganze jetzt ein bisschen so, dass das hier oben ein bisschen gerade ist. Filmst du das schon was? Wow. Aber genau da muss ich rein, wo dein Finger da ist. So, Balken ist hier nicht so, wie der sein soll. Nicht egal. Bindig. Wir haben einen falschen Aufsatz hier drauf. Hier Scheiße. Kreuzschlitz, das nix Kreuzschlitz. So, jetzt nochmal hier. So weit wie möglich daran. Mhm. Und dann ein bisschen nach oben drücken. Und ich schraube die Schraube da mal so rein, dass die dann auch noch mal ein bisschen weiter nach unten drückt. Oh Gott, jetzt musst du schnell warten. Ja, okay. Das längere Schrauben hier? Eigentlich nicht. Und wir haben auch ein paar kürzere noch, aber egal. Hält. Irgendwie muss das hier... Warte, Fuß? Naja, wenn es nicht ganz zusammen ist. Ne, so wild. Fusch am Bau. Guck mal, ich hätte ja an deiner Stelle jetzt so total laut aufgeschrien, so Aah! Als wenn die Schraube so ganz durchgegangen wäre durch den Balken. Ne? Ich bin ja nicht du, ne? Ja. Fehlt dir was. Was für ein Glück. Was schön ist. Mhm. So, hier noch einmal. Ja. Da musst du nicht mal was halten, das geht sogar so. Okay. Cool. Ups. So, fertig. Ich kann wieder rein. Ich auch. Tschüss. So, die ersten Löcher sind fertig. Hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück gebuddelt. Fehlen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wieso sagst du 5? Also bisher waren es immer 11. In dieser Reihe ist einer mehr. Ich ziehe gerne 2 Wörter zu einem zusammen. Weil wir also gedacht haben, da vorne beim Auftritt, also auf die Terrasse, machen wir eine Strebe mehr rein. Dann hält das ein bisschen besser. Das gleiche
Habe ich hier nicht gedacht. Sehr merkwürdig. Egal. Ich buddel mal ein bisschen weiter. So. Erstmal hier diesen ganzen losen Scheiß ein bisschen zur Seite rutschen. Ich hoffe, das wackelt nicht zu sehr mit der Cam. Ich muss hier jetzt mal gucken, wie ich Spaten und Kamera gleichzeitig halte. Kein Plan, was dabei rauskommt. So, damit hier das ganze lose Zeugs dann nicht in das Loch reinfällt. Und so, einhändig jetzt hier. Das was wird. Oha. Ah, so, erster Spaten ist raus. Und Teil 2. Ja, das ist dann so hier meine Arbeit gerade, ne? Löcher, hauptberuflich Löcherbuddler. Und mein Schnucki, Steineschlepper. Also, die hat hier auch schon mal Steine gebracht. Da, 2, 3, 4. Das kommt ja in jedes Loch ein Stein rein. Ich glaube, das hatten wir schon in irgendeinem anderen Video mal gesagt, dass da überall Steine unten drin sind. So quasi als Fundament unten drunter, damit das nicht nach unten wegrutscht. Und auf zum nächsten Loch. Oh, hier. Und jetzt wird es genau das gleiche wie gerade eben. Deswegen nehme ich das mal nicht auf. Wieder langweilig, ne? Auf geht's an die Buddelei. Und das war's. Das letzte Loch von der ganzen Reihe hier. Und das nächste wird jetzt wieder sägen. Rohre sägen. Also diese ganzen das Ständerwerk sozusagen von der Terrasse. Muss einmal hier wieder in meiner Werkstatt gesägt werden. Hier stehen schon die Rohre und das mache ich. Ach, jetzt fehlt mir der Bleistift. Meine Güte, es ist ja immer irgendwas, was fehlt. Ne? Und wieder zurück an meinen Bleistift holen. Da ist mein Bleistift und mein Zollstock. Hätte ich hier auch gleich mitnehmen können. Ne? Gib es mir. Danke. Und zweiter Anlauf. Einmal gucken, dass wir das jetzt mal zusammen, nee, nicht zusammen, auseinander Gesicht kriegen. Ah ja, was ist denn das eigentlich hier? Lauter Paletten, schärfer, geht's noch? Also, da hat Marie was bekommen. Und das ist unglaublich, was sie da gekriegt hat. Vielleicht, wer da schon mal auf ihrem Kanal geguckt hat, der weiß das sicherlich schon, weil dieses Video kommt ein bisschen später als das Video, das bei ihr das zeigt, was wir da gekriegt haben. Richtig genial. Das ist so gut. Also wir hatten das auch schon mal früher, aber jetzt haben wir es nochmal besser neu bekommen. Ja, und das, was wir vorher hatten, das ist nach oben gegangen. Okay, also vielleicht weiß es der eine oder andere schon, nur ich muss jetzt erstmal hier den ganzen Kram hier wegräumen, damit ich hier gleich sägen kann. Und das letzte Rohr hier. Von den ganzen, die Marie hier schon alles schön aufgereiht hat. Nur sie ist nicht da. Wo bist du denn? Irgendwo da hinten und dem Trampolin. Ist an. Bevor jetzt hier weitergemacht wird, muss erstmal die Arbeit von vorletzter Woche, nein, vor 3 Tagen hier. 2 Tage. Die Schraubzwingen müssen wir erstmal ab hier, weil die müssen wir gleich da drüben hinbringen, weil dieser Balken, der hier gerade noch schräg liegt, der muss erstmal so in Position gebracht werden wie dieser hier. Er schwebt quasi über den Löchern. Und dann kann man nachher auch die Tiefe mit dem Stein richtig, also wir haben das gestern schon mal anders ausprobiert, nicht gestern, vor ein paar Tagen mal anders ausprobiert, dass wir das so machen, Stein rein und so, aber entweder ist der Stein dann zu tief oder der Stein ist zu weit oben und funktioniert einfach nicht. Also erstmal den Balken hin und dann friemeln wir den Stein da unter und dann klappt das auch alles ganz jod. Also wir sind jetzt fertig hier mit dem Festgeschraube hier von diesen Teilen, das heißt wir haben die Höhe, wie das hinterher sein soll und jetzt heißt es festbuddeln. Komm Schnucki. Das wollte ich gerade zu dir sagen. Komm, Schnucki. Ach so, komm, Schnucki. Spaten in die Hand, los geht's. Ne, Spaten, hier Steine reinschmeißen. Du machst die Steine, ich mach die Rohre. Ach Gott, wie immer, ja. Ach so, und wir müssen noch hier, ach der Hauptklotz, der liegt da ja schon. Bist du bereit? Ich bin immer bereit. Ja.
Wir sind fertig. Es ist alles eingebuddelt und ausgerichtet. Und jetzt kommt hier auch schon Zement rein. Schnucki, du bist ja wieder die Schnellste hier, ne? Ja? Die verkaufen wir hin. Sie, diese Fladen hier, ja. Durchfallhaufen. Okay, ich gehe dann mal wieder einen Eimer Beton machen. Ja, auch. Und du kannst hier in der Zwischenzeit ein bisschen Pause machen. Und wir sind fertig. Wir haben alles geschafft. Außer ein bisschen Haken noch. Also eigentlich soll das auch gar keine Terrasse werden, sondern das werden alles Beete. Hier kommen Erdbeeren rein, hier kommen Radieschen rein, hier kommen Kartoffeln rein, hier kommen ja, irgendwas anderes rein. Was willst du hier überhaupt pflanzen, ne? Was? Blumen? Die kann man nicht essen. Mein Schnucki will hier ein Blumenbeet draus machen. Na gut, gucken wir mal, was das wird, wenn es fertig ist. Von wegen Terrasse. Ein Schelm, wer denkt, dass das eine Terrasse werden sollte. Also Marie plant ja schon länger Hochbeete hier im Garten. Ne? Ich weiß gar nicht, wo sie die hinstellen will. Also da vorne hat sie ja schon mal mit angefangen. Ne? Da hat sie eine Mauer gebaut. Also hier, da. Ich weiß nicht, ob sie da heimlich so ein Hochbeet installieren will. Und hier überall heimlich Beete, also Blumenbeete. Und mir hat sie erzählt, das soll eine Terrasse werden. Denn eine Terrasse, bescheuert, ne? Hier direkt vom Wohnzimmer, also hier vor der Tür, also das ist ja die Küchentür hier, da Wohnzimmertür kann man jetzt nicht so gut sehen, aber direkt, man muss ja auch Marie verstehen, ne? Also direkt vom Wohnzimmer ins Blumenbeet. Wie geil ist das denn? Für sie. Ich hätte natürlich lieber eine Terrasse. Na, mal sehen, was das noch wird hier. Vielleicht ja so ein Terrassenblumenbeet oder so. Ach, alles Spinnkram.